Hä, wieso sind denn das schon wieder drei? Ich habe doch schon zwei erledigt. Da, wo ich herkomme, ist 4 minus 2, 2 und nicht 3. Ah, voll in die Fresse, ey. Keine Munition mehr. Ja, geil. Und jetzt? Hallöchen und willkommen zurück hier vor dem Besucherzentrum in Bright Falls. Und ja, es sieht ein kleines bisschen chaotisch aus. Das liegt daran, dass hier gerade ein kleines bisschen Chaos stattgefunden hat. Und der Park Ranger, der da vorne blutend am Fenster sitzt, ich leuchte ihn mal ganz unauffällig an. Ja, hallöchen Parkwächter. Der hat uns in der letzten Episode gesagt, dass wir die Lichter wieder einschalten sollen. Und zwar in seinem Büro. Und er meinte auch, er hat die Schlüssel. Ich weiß allerdings nicht, ob ich die Schlüssel eingesammelt habe. Allerdings habe ich unten rechts gerade ein Schlüsselsymbol. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass ich sie habe. Oh, warte, was? Manuskriptseite? Wow, die ist ja mega unauffällig gewesen. Also, oh, das war jetzt kein Sarkasmus, ne? Wenn ich hier vorbeigehe, das wird halt so ein bisschen beleuchtet. Gut, dass der Tooltip kam. Und ich hoffe einfach mal, dass der Kollege da drüben noch ein bisschen überlebt, weil ich gehe natürlich erstmal hier außen rum und schaue, ob es noch irgendetwas zu finden gibt, was uns vielleicht... Oh, Kaffee... Was uns vielleicht dienlich sein kann, ne? Also abgesehen von Kaffee, es gibt natürlich Manuskriptseiten, die wir finden können, wie gerade schon gesehen. Es gibt aber auch Munition, die wir finden können. Wir können wieder einen Pack der wundervollen Energizer-Batterien finden, die 12 Sekunden eine Taschenlampe betreiben können. Also Sachen wollen wir natürlich nicht liegen lassen. Deswegen immer ein kleines bisschen aufmerksam durch die Gegend laufen. Passiert eigentlich was? Ich mache das jetzt für die Wissenschaft, ne? Passiert was, wenn ich hier dagegen laufe? Oh ja, das hat gezwiebelt. Huiuiui. Wollt's nur wissen. Gut, jetzt kümmern wir uns aber wirklich darum, dass wir hier die Lichter erstmal wieder in Gang kriegen. Denn was auch immer das verursacht hat, es wird zurückkommen, war zumindest so die Aussage des... Rangers. Und ja, ich habe die Seite gesehen. Ich sammle sie ja gleich auf. Ich sammle sie jetzt auf. So. Ich habe immer Angst, seit das mit der Thermoskanne vor zwei Folgen passiert ist, dass wir irgendwas triggern und dann nicht mehr dahin kommen, wo es was zum Einsammeln gibt. Deswegen seht mir das bitte nach, wenn ich immer erst alles versuche einzusammeln und dann der Story weiter folge. Weil ich möchte echt ungern was verpassen. Ich kam zu spät. Jemand hatte den Hauptschalter demoliert. Ich konnte die Lichter nicht mehr anschalten. Oh Gott. Rusty! Rusty! Ich komme! Ich komme, Lois! Oh, scheiße, geht's dem Hund gut? Öllachen, die wie flüssige Dunkelheit aussahen. Jäger brauchen Jagdlizenzen. Es geht um die Lizenzen! Die Batterie leer hier. Stirb! Max! Max, geht's dir gut? Oh Gott, Max! Was hat er ein gigantisches Loch in die Mauer gerissen? Nicht die Tiere füttern! Oh wow, es ist jetzt, Das Angeln ist nur Besuchern erlaubt, die eine Angellizenz für den Park erworben haben. Ist der jetzt einer von denen? Folgen Sie Anweisungen der Ranger. Rusty? Ganz... Rusty, what? The hell? Wie schnell ist der denn? Sie nie näher als 100 Meter an Bären und Wölfe heran. Halten Sie zu einer Wildtieren mindestens einen Abstand von 20 Metern ein. Hunde müssen an der Leine geführt werden. Lassen Sie Ihre Hunde nie unbeaufsichtigt. Aua! Rusty, ich kann da nichts dafür. Ich hab's doch versucht. Es verstößt gegen das Gesetz, Naturobjekte oder historische Artefakte aus dem Park zu entfernen. Sekunde. Das gilt auch für Steine, die Sie am Fluss finden und sogar für Fisch. Wow, alter Schwede. Das war ja mal ein Bullet Sponge, sondersgleichen.
Okay, also alle, die sich was auch immer hier ist, holt, werden zu... Na! Give me a break, man! Weg da! Ich glaube übrigens nicht, dass ich die erst aktivieren muss, die Gegner. Weil ich kann ja auch, ohne dass ich sie mit Y anleuchte, Schaden anrichten. Ich glaube nur, dass man sie dadurch sozusagen so ein bisschen festhalten kann. Also sie werden dadurch betäubt, wenn ich sie anleuchte. Aber ich muss nicht, um sie verwundbar zu machen, diesen Taschenlampenmodus aktivieren. Weil jetzt gerade habe ich ihn nicht aktiviert und es ging trotzdem. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen. So, aber jetzt mal zurück zum Wesentlichen. Wo ist Max und geht's ihm gut? Ich meine, er hat eine verletzte Pfote und er hatte erst eine Betäubung hinter sich. Das heißt, er kann nicht richtig laufen und ist wahrscheinlich noch benommen. Max! Ich rette dich! Oh, der schöne Park, ey. Jetzt reißt doch nicht die ganzen Bäume ab. Drop Hazard, na ganz toll. Aber hier ist ein Safe Spot. Hier ist ein Safe Spot, sehr schön. Müssen wir uns merken. Ich habe auch schon lange nicht mehr irgendwelche Punkte an der Wand gesehen oder so. Also irgendwas. Oh wow. Irgendwas, was uns auf ein Versteck hinweist oder so. Oh, Telefon. Was? Verdammt, was war das? Ich habe es durchs Fenster gesehen. Ich habe etwas gesehen. Vergiss es, Barry. Ich bin wohl verrückt geworden. Oh Mann, oh Mann. Du bist nicht verrückt. Ich wünschte, du wärst es, aber du bist nicht verrückt. Sei vorsichtig. Bleib in der Hütte. Öffne niemandem die Tür. Ich meine das ernst. Vor allem das mit in der Hütte bleiben, meine ich ernst. Wenn du jemanden die Tür aufmachen willst und gefrühstückt wirst, ist das nicht mein Problem. Aber bitte bleib in der Hütte. Visitor Center. Nein, ja, Drop Hazard habe ich selber rausgefunden. Ich bin fast runtergefallen. Oh, eine Manuskriptseite. Was haben wir da noch? Ein Sixpack. Kann ich ihn auch mitnehmen? Nee. Alan Wake trinkt nur Kaffee. Und wer kann es ihm verübeln? Müsste da drüben nicht eigentlich auch so ein Vorsprung gewesen sein? Ach nee, das war da oben, ne? Das ist unsere Hütte da. Oder zumindest die Richtung war unsere Hütte. Faszinierend. Hier ist wieder ein guter alter amerikanischer Sicherheitskasten mit Revolvermunition und Batterien. Und davon brauchen wir leider nur die Batterien. Wie viel können wir eigentlich mitnehmen? 42 Schuss Revolvermunition ist unser Maximum. Okay. Das sollte ja eigentlich eine Weile rausreichen, ne? Aber wenn wir dann wieder so einen Typen haben wie den Park Ranger, dann schmilzt der Munitionsvorrat doch schneller, als man denken kann. Zumindest schneller, als ich denken kann. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt ein Maßstab, aber... Ja, weiß ich. Musst du mir nicht sagen? Guck mal, da sind Punkte. Da müssen wir lang. Da gibt es einen Bonus. Geile Höhle. Das ist eigentlich so schön hier, ne? Wenn nicht Tod und Verderben immer wieder mit da wären, wäre das echt ein toller Urlaub, glaube ich. Moonshine Cave. Okay, hier wurde während der Prohibition also häufig Alkohol zusammengebraut. Steht zumindest auf dem Schild. Ah, nee, zwischengelagert. Er wurde nicht gebraucht, er wurde zwischengelagert. Naja, fast dasselbe. Jedenfalls wurde hier die Prohibition umgangen. Wie man weiß, eins der erfolgreichsten Gesetze aller Zeiten. So, was haben wir denn heute in unserer Kiste? Wahnsinn, Batterien. Aber na gut, davon brauchen wir ja auch welche. Wir haben 14 Stück, das ist gar nicht mal so viel. Ich werde jetzt mal versuchen, ein bisschen zu haushalten mit den Batterien, weil jetzt, wo wir rausgefunden haben, dass wir nicht zwangsläufig... Wie hält der eigentlich die Taschenlampe mit der Shotgun zusammen? Ich sehe es gerade gar nicht richtig.
Jetzt, wo wir herausgefunden haben, dass wir nicht mehr zwangsläufig ihre Verteidigung mit der Lampe durchbrechen müssen, um Schaden anzurichten, muss ich mal gucken, ob wir da vielleicht ein bisschen haushalten können. Und ich muss unbedingt rausfinden... Ah, so gegen Ausweichen. Oh, das muss ich mir unbedingt merken. Das hätte mir jetzt schon oft den Arsch gerettet, glaube ich. Also zumindest einige Treffer erspart. Oh, schicker Hut. Ich bin jetzt der neue Ranger. Ja. Oh nein. Jo, nee, ist klar. Das ist richtig mies, wenn die dann von hinten ankommen. Ah, muss nachladen. Warte. Ich kann sie damit auf jeden Fall kurz aufhalten mit der Taschenlampe, wenn sie mir zu nahe kommen. Ah, das ist schon wieder Stucky, ne? Das ist nicht... Das ist nicht der Ranger, der jetzt dazugehört. Das ist... Ah, oh, toll. Gut, wen will ich denn auch groß anrufen, ne? Ich kann ja jetzt nicht schon wieder die Cops rufen, die... stellen sonst nur noch mehr Fragen. Also wir haben uns das mit den Cops jetzt verbaut. Eindeutig. Das hätten wir eher machen müssen. Also hätten wir von Anfang an mitspielen müssen. Dann wäre das gegangen. Aber naja. So, wie viel Munition haben wir denn noch? 27. Naja, von den 43 Schuss sind schon wieder 16 draufgegangen. Also es geht ratzfatz, ne? Ich sag ja, 43 ist tatsächlich... Oh, gut, dass die Tooltips kommen. Also wenn die Tooltips nicht wären, würde ich die Manuskriptseiten wahrscheinlich deutlich öfter übersehen. Ah, ist da wieder... Das ist doch schon wieder so eine alte Karre, wo wir Alice Führerschein gefunden haben. Jetzt weiß ich nicht, ob das eine Bedeutung hat oder ob die Entwickler einfach nicht so wahnsinnig viele Assets im Spiel eingebracht haben, dass sich das halt immer wieder wiederholt. Fakt ist, es ist schon wieder so komisch verschwommen hier. Das heißt, wir werden gleich wieder sehr viel Spaß mit Gegnern haben, schätze ich mal. Was schade ist, weil ich habe nämlich noch keine neue Munition gefunden. Und ich glaube, noch so ein Kampf, dann sind wir erstmal wieder leer. Und ich weiß immer noch nicht genau, was wir machen, wenn wir keine Munition mehr haben. Das Problem hatten wir bis jetzt zum Glück nur einmal. Aber dann sind wir, glaube ich, relativ wehrlos. Also dann können wir uns wahrscheinlich umbringen lassen, ne? So. Es hilft natürlich auch überhaupt nicht, hier was zu finden, wenn hier noch irgendwas rumliegt, wenn das die ganze Zeit die Gesicht so verschwommen ist. Komme ich hier irgendwo hoch? Ja, da oben ist auf jeden Fall eine Safe Zone. Das ist schon mal gut. Das ist immer gut. Und in der Safe Zone gibt es doch auch meistens... Jawollo. Gib mir das. Oder passiert das, wenn wir zu lang im Dunkeln sind? Wird dann unser Verstand benebelt von der Dunkelheit? Weil jetzt kamen ja gar keine Gegner. Es scheint ja doch nichts so wirklich damit zu tun zu haben. Dieses Gewabere. Ich weiß es nicht. I don't know. Oh, warte, ja, muss nachladen. Müssen wir doch erst irgendwie die... Was? Hallo? Müssen wir irgendwie die Verteidigung erst durchbrechen von den Teilen. Also richtig habe ich es noch nicht geblickt, wenn ich ehrlich bin. Warte. Nicht werfen. Dankeschön. Jetzt haben wir ja schon wieder unsere komplette Schrotflintenmunition aufgebraucht und haben effektiv eigentlich nicht so wahnsinnig viel Schaden angerichtet. Also so hundertprozentig sicher bin ich mir mit meiner These immer noch nicht, dass wir das nicht brauchen mit der Lampe oder wie wir sie genau einsetzen am effizientesten. Der große Alte. Dieser außergewöhnlich große Gebirgsdouglasie Pseudozuga Meneziesi Subps Glauca
war über 200 Jahre alt, als sie 1937 durch einen Blitzschlag gefällt wurde. Legenden der Einheimischen nach reichte sie bis zu den Sternen. Nachdem sie umgestürzt war, maß man ihre Länge auf 66 Meter. Fast ein Weltrekord. Und da oben, das in den Klammern, ist übrigens kein Latein, weil im Lateinischen gibt es kein Z. Ja, ja, die haben gedacht, ich merke das nicht, ne? Aber nur, weil ich in Latein permanent fast durchgefallen wäre, heißt es lange nicht, dass ich mir nichts aus dem Unterricht gemerkt habe. Ja, ja, ein paar Sachen kann ich sogar. So ungefähr 3 Vokabeln. Wer schreit denn hier so? Wow! Ich hab euch doch gerade eben schon... Ah! Was ist denn jetzt los? Wieso sind das denn schon wieder 3? Obacht, Wortwitz, übertreibt's doch nicht. Warte, 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 warte. Ein Schuss noch. Hurra, wir brauchen neue Munition, aber ganz schnell. Ich glaube, wenn wir uns zu lange an einer Stelle aufhalten, spawnt das Spiel einfach Gegner neu, oder? Kann das sein? Was natürlich richtig bescheuert ist, weil man will ja eigentlich die Gegend ein bisschen erkunden. Man will ja nichts liegen lassen oder so. Ja, nee, ist klar, ich habe noch einen Schuss und dann kommen schon wieder 2 Gegner. Ist... Was soll ich denn machen? Rennen! Achso, nee, jetzt brauchst du auch nicht mehr rennen. Hä? Leute, wo sind? Also ich finde ja nicht ansatzweise genug Munition, um es mit den Gegnern aufzunehmen. Oder wir machen das wirklich noch falsch mit der Taschenlampe. Hallo? What the hell? Ich habe jetzt keinen Bock zu lesen, ganz ehrlich. Ah, da hält sich auch schon wieder die Axt so vors Gesicht. Das heißt, ich kann ihn effektiv nicht... Oh wow, die Schrotflinte hat mal jemanden umgebracht. Ist ja der Wahnsinn. Gefühlt muss ich auch permanent nachladen, ne? Stirb jetzt! So, jetzt halten wir uns hier nicht lange auf. Wir sind hier nicht zum Urlaub machen hier. Wir sind hier zum Überleben hier. 18 Schuss haben wir noch. Ich meine, dass das mehr ist als vorhin, aber das kann mir auch nicht... Okay, also meine Theorie mit dem zu lange aufhalten scheint auch nicht ganz richtig zu sein, weil es sind ja... Die sind ja schon wieder hier gespawnt. Das heißt, da unten kommen nochmal 3 dann, wenn ich weitergehe, ne? Geil. Sehe ich nicht. So, auf zum Safe Spot. Vielleicht muss ich die auch gar nicht töten. Vielleicht reicht es einfach, wenn ich ins Licht gehe. Komm, kommt doch. Kommt doch. Oh nein. Wieso geht denn das jetzt aus? Geh an. Komm schon, die Äxte geflogen. Huh. Glück gehabt. Huiuiuiui. Naja, das lief zumindest schon mal besser als beim letzten Mal. So, hier, Emergency-Batterien und Munition, dankeschön. Bisschen mehr würde gut tun, aber naja, ich will jetzt nicht gierig werden hier. Oh, aber ernsthaft, das ist gar nicht mal so einfach, Leute, ne? Das sind ganz schön viele Gegner und so richtig... rausgefunden, wie man die mit denen umgeht, habe ich leider noch nicht. Piss dich, du Krähe. Ich bin jetzt hier der Ranger. Es gibt Krähenverbot. Du auch. Ach nee, der leuchtet nur komisch.
Ja, moin. Schön, dass du da bist. Und dich freue ich mich. Über dich freue ich mich natürlich auch ganz besonders. Das sind ja schon wieder 4 Gegner oder 3 mindestens. Aua! 4, ja genau, sind 4, supi. Au! Ich hab schon Kopfschmerzen, wisst ihr? Das muss doch nicht sein. Alter, hab ich komplett weggerammt. Ah, der hat mich noch mehr weggerammt. Ich habe 20 Schuss, das sind 4 Gegner und die fressen Munition, als wären es Cornflakes. Wie zum Henker. Was mache ich falsch? Oh, hier ist schon alles leer. Ich meine, klar, hier ist ein Safe Spot, zu dem habe ich auch versucht, wieder zurückzukommen, aber. Die sind ja auch relativ unerbittlich mit ihren Angriffen. Die kommen angesprintet, rammen mich in den Bauch, die werfen ihre Äxte, die kommen von allen Seiten. Es ist echt wild. Es ist echt wild. Ich habe keine Ahnung. Ich brauche unbedingt mal wieder einen unendlichen Munitionsvorrat in der Nähe. Einfach damit ich mal wieder ein bisschen aufstocken kann hier. Und wenn ich andere Waffen finde, also die Signalpistole, die ist geil. Die ist absolut ohne jeglichen Zweifel mega geil. Aber die Schrotflinte finde ich ehrlich gesagt nur so mittelgeil. Hallo, ich habe dich doch angeleuchtet. Was willst du noch? Hä, wieso sind denn das schon wieder 3? Ich habe doch schon 2 erledigt. Da, wo ich herkomme, ist 4 minus 2, 2 und nicht 3. Ah, voll in die Fresse, ey. Keine Munition mehr. Ja, geil. Und jetzt? Kommt her. Ja, sie sind weg, wenn ich im Licht bin, aber das wird mir, glaube ich, nicht lange helfen. Ich habe keine Munition mehr. Was soll ich denn jetzt machen? Ja, ganz, ganz großartig. Ich gehe jetzt einfach an euch vorbei. Ihr könnt mich mal. Aua, ihr könnt mich mal, habe ich gesagt. Oder kann ich die auch? Ich kann sie ja offensichtlich nicht tot leuchten, ne? Der lässt sich überhaupt nicht davon beeindrucken, dass ich hier... Ich renne jetzt einfach. Lasst mich! Ich muss Munition finden. Na, ich kann nicht unendlich rennen. Also wenn die Munition alle ist, ist man komplett im Eimer. Das heißt, ich habe jetzt hier 4 Gegner. Das heißt, summa summarum darf ich maximal 5 Schuss pro Gegner verwenden. Vielleicht sollte ich statt zurückzugehen einfach weitergehen. Vielleicht habe ich damit mehr Erfolg. Ich versuche mich mal hier durchzukämpfen. Ah, da unten ist der 4. Alles klar. Ah, da unten ist nämlich ein Safe Spot. Da kann ich mich zumindest erstmal wieder ein bisschen healen. Ob ich damit jetzt natürlich einen mitgenommen habe, weiß ich nicht. Aber zumindest sind wir ein Stück weitergekommen. Vielleicht ist das Spiel auch gar nicht darauf ausgelegt, dass ich hier permanent die Gegner erledige. Vielleicht ist es wirklich nur so ein letztes Mittel, wisst ihr? Kaffee, Gott sei Dank. Brauner Lebenssaft. Der Baum, aus dem dieser Ring stammte, begann 1846 zu wachsen, im Jahr, als der Oregon-Kompromiss unterzeichnet wurde. Weitere wichtige Ereignisse. 1853, das Washington-Territorium wurde gebildet. 1878, Gründung der Bright Falls Mining Cooperation und der Stadt selbst. 1889, Washington tritt dem Staatenbund bei. 1929, wird beim Waldbrand beschädigt.
1970. Die Bright Falls Mining Corporation schließt ihre Tore nach einem Vulkanausbruch unter dem Cauldron Lake. Ah, das ist das, wo unsere Insel verschwunden ist. 1980, Ausbruch des Mount St. Helens. 1987, wird durch einen Sturm gefällt. Und da haben wir nochmal die ganzen Markierungen daran. Das ist schon echt ein ordentlicher Brummer gewesen. Ach, wir könnten hier so viel lernen, wenn wir nicht permanent angegriffen worden wären, wollte ich gerade sagen. Aber da sind sie ja schon wieder, meine Kollegen. Ja, ja, ich habe immer noch nur... Hallo! Oh, Leute. Der dicke Brummer macht mir am meisten Sorgen, wenn ich ehrlich bin. Genau deswegen. Oh, Leute, man kann ja nichts machen hier. Man kann ja nicht mal sich ein bisschen bilden. So, wie viel Schuss haben wir? 20. 20 Schuss, 15 Batterien. Und damit muss ich jetzt die angestauten Gegner besiegen. Weiß auch nicht, ob ich hier weiterkomme. Oder wo ich hier weiterkomme. Aber die werden auf jeden Fall gleich wieder auftauchen, die Kollegen. Ich dachte ja, hier hinten geht es irgendwie weiter, aber irgendwie nicht, ne? Bin ich hier komplett falsch? Muss ich hier vielleicht gar nicht lang? Einer weniger. Ich würde gerne die Nahkampfwaffe von den Typen mitnehmen. Das würde mir schon ein bisschen helfen. Wenigstens nicht komplett. Jetzt lad nach! Mach ihn kalt! Guckt euch diesen Bullet Sponge an. Aua! Das tut vielleicht mal weh. Nein! Ich habe keine Moon mehr, das darf doch nicht wahr sein. Ich glaube übrigens, dass ich hier falsch bin. Lass mich! Ach, komm schon, ab ins Licht mit dir. Dann habe ich zumindest erstmal wieder Ruhe. Ich weiß auch nicht, wieso finde ich denn hier keine Munition? Ich dachte, dieses Spiel wird so eine Art Visual Novel, weißt du? Oder einfach... Visual Novel... Oder einfach nur ein bisschen die Geschichte erzählt bekommen und hier und da mal ein bisschen was machen musst. Aber das ist ja richtig anstrengend hier. Das ist richtig mit Arbeit verbunden. Und nirgendwo gibt's Munition. Ja, ich hab nichts gegen dich. Ich weiß ja nicht mal, wo ich lang muss, Freund. Ich glaube, da komme ich her, oder? Ist das das, wo ich herkomme? Aua, was ist denn das eigentlich? Ich glaube, da komme ich... Ja, das ist der andere Safe Point. Das bringt mir auch überhaupt nichts. Außer, dass ich gerade meine Batterien verschwende. Von denen ich auch nicht so viele habe, ne? Komm, hau ab jetzt hier. Piss dich! Also so falsch kann ich, glaube ich, nicht gewesen sein. Jetzt hat er mir ernsthaft noch eine Axt reingedrückt, obwohl ich schon im Licht stand. So ein Penner. Ha, okay. Geht's da vielleicht lang? Guck mal, da blinkt was. Da ist Kaffee. Deswegen muss ich hier zurück. Da ist Kaffee. Geht's da vielleicht auch weiter? Oder ist das... Das scheint nur ein Shortcut zu sein, weil da unten war ich ja schon... Komm, geh jetzt da runter. Du wirst ja wohl kaum die Beine brechen. Oh, ich muss echt außen rum. Machst mich alle. Alan, du machst mich alle. Aber noch mehr machst du mich alle. Hau ab. Nervensack hier. Ja, das kommt davon, wenn man die ganze Zeit nur am Schreibtisch arbeitet. Ne? Man kann nur 5 cm sprinten und dann ist man außer Puste. Ich weiß, wovon ich rede. So, der Pfeil zeigt ja eigentlich nach links, ne? Aber das ist ja... Das sieht ja gar nicht mal so zugänglich aus hier. Aber vielleicht muss ich ja doch irgendwie hier lang. Guck mal, vielleicht kommen wir hier ja drüber. Aha!
Alles klar, okay. Das sieht doch schon gar nicht mal so falsch aus hier. Und hier haben wir auch gleich wieder Licht. Zwar keine Munition. Mal wieder. Aber zumindest Licht. Das ist doch schon mal gut. Dann würde ich sagen, nehmen wir die absolut vertrauenserweckend aussehende Schwebebahn hier über den total vertrauenserweckend, überhaupt nicht tödlich aussehenden Abgrund und begeben uns auf die andere Seite. Und ich hoffe mal, dass wir da Munition finden werden. Und wisst ihr, was wir vorher machen? Wir stellen uns hier mal ins Licht und gönnen uns erstmal noch ein paar Manuskriptseiten, die wir hier in letzter Zeit gefunden haben. Wir haben schon wieder so viele aufgesammelt, wir müssen, glaube ich, mal ein bisschen aufholen. Das Dunkel als intelligent zu beschreiben, hieße, etwas gänzlich Unmenschlichem mit menschlicher Maske menschliche Qualitäten zu unterstellen. Trotzdem fand es den Ort im Restaurant, der dunkel genug war. Etwas Licht drang in den Korridor, riss an ihm, aber es erduldete den Schmerz. Der Schreiber würde das bald beheben. Er würde zu dem Ort kommen, an dem es noch Macht besaß. Der Entführer feuerte noch ein letztes Mal und der Schatten verschwand in der Finsternis, aus der er gekommen war. Da, keine große Sache, Wake. Dass sich Alice in seiner Gewalt befand, machte mich krank. Wir standen auf der Holzplattform von Lover's Peak. Wasserfall und Berge lagen hinter uns. Über uns blickten die Lichter des Antennenmastes. Ich rang den Drang nieder, ihm eins zu verpassen und zwang mich zu sprechen. Also zur Sache, wo ist meine Frau? Kriegen zwar jetzt hier, glaube ich, wieder ein paar Spoiler über die Geschichte, wie es weitergeht, aber naja. Verstanden. Aber er wusste, dass Alan sie mit fast beängstigender Intensität liebte. Und nun war Alice etwas passiert. Und hier war Al, bewaffnet und Dinge sagen, für die Menschen in Gummizellen wandern. Es war, als hätte sein Freund einen massiven Nervenzusammenbruch erlitten und sei nun völlig von der Wirklichkeit abgeschnitten. Barry war völlig entsetzt. Aber es ist ja eigentlich beruhigend, dass Barry das offensichtlich auch vorhin mitbekommen hat, was da im Ranger-Büro passiert ist. Das heißt, wir sind nicht komplett abgedriftet. Das Besucherzentrum war robust, doch der Aufprall zertrümmerte die Vorderseite völlig. Rusty wurde durch die Lobby geworfen und prallte hart gegen die Wand. Es tat erst weh, als er versuchte, sein Bein zu bewegen, das in die falsche Richtung abgewinkelt war. Er spürte den Stich der gebrochenen Rippe und heulte auf. Er hatte Angst, allein zu sterben. Haben wir das nicht alle? Im letzten Moment änderte ich die Richtung und warf mich nach unten. Die Axt zerfetzte einen Baumstumpf. Ich stolperte in den Ring aus hellem Licht. Meine Lungen brannten. Ich war zu erschöpft, um mich zu bewegen. Ich wartete angespannt auf den tödlichen Streich, doch er kam nicht. Ich hob meinen Kopf. Nichts bewegte sich dort in der Dunkelheit. Für den Moment war ich, gebadet im kalten Licht, in Sicherheit. Oh ja, ich kenne das Gefühl. Im letzten Augenblick des Bewusstseins dachte Rusty an Rose. Er war älter als sie. Sie war fast noch ein Teenager. Doch dank ihr fühlte er sich wieder jung und vergaß das Desaster seiner längst toten Ehe. Er trug den Ring immer noch. Er hatte gewartet, dass sie ihn bat, ihn abzunehmen. Das würde sie nun nie tun. Ich ging um die Ecke und hatte Angst davor, was der Strahl der Taschenlampe enthüllen mochte. Plötzlich glühte das aufgemalte Symbol einer Fackel auf. Dahinter, von einem Felsen verborgen, stand ein ramponierter Metallkoffer. Er war voller Vorräte. Batterien, Leuchtfackeln, Munition. Dinge, die man zum Überleben in der Finsternis braucht. Jemand, der wusste, was ich wusste. Und mehr hatte das hier gelassen. Ist auf jeden Fall ein ziemlich cooler Dude, der uns die Sachen dagelassen hat. Und es sieht schon wieder ganz gut aus, was unser Manuskript angeht. Da fehlen uns tatsächlich, offensichtlich fehlt uns nur noch eine Seite. Und keine davon können wir nur im größten, oh. Ja, ich hab mich schon gewundert irgendwie. Never mind. Ich sollte keine Aussagen mehr treffen. Es trifft immer das Gegenteil von dem ein, was ich hier sage. Ich werde in der nächsten Folge permanent sterben. Niemand in Bright Falls schien zu wissen, wo Al war. Aber Rose, die Kellnerin im Restaurant, hatte ihn gesehen. Nach Barrys Wissen war Al wie vom Erdboden verschluckt, nachdem er das Restaurant verlassen hatte. Rose war die Art Fan, die Al hasste, aber sie wollte wirklich helfen. Außerdem war sie schlau, wusste viel über das, was in der Stadt vorging, viel über Al, sogar wer Barry war. Barry gefiel sie. Bei Frauen hatten Barry und Al nur selten denselben Geschmack. Ist vielleicht auch besser so. Gut, Freunde. Ihr habt bestimmt schon auf die Uhr geschaut, genauso wie ich das getan habe, und wisst natürlich, dass wir in dieser Folge
diese Schwebebahn nicht mehr betreten werden. Das heißt, wir warten jetzt hier wieder eine Woche im wundervollen Licht des Kegels, erhellt von der Lampe, betrieben vom Dieselgenerator, schätze ich mal, und sonnen uns ein kleines bisschen durch die Nacht. Und dementsprechend würde ich sagen, verabschiede ich mich aus dieser Folge. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Lasst mir gerne ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat, und vergesst natürlich nicht, nächsten Montag wieder einzuschalten zur nächsten Episode von Alan Wake. Ich freue mich schon drauf, ihr hoffentlich auch. Bis dahin, habt eine geile Woche und haut rein!